Ja, herzlich willkommen im Tuiplu Falésia an der Algarve in Portugal. Mein Name ist Lars und zu meiner Seite sitzt Ron und du hast uns ein paar Fragen von Gästen mitgebracht. Ja, genau, Lars. Ich freue mich richtig, dass du hier neben mir sitzt. Heute soll es um Fragen zur Steigerung der Ausdauer gehen. In den vergangenen Wochen sind viele Fragen unserer Abonnenten aufgekommen, die gerade anfangen mit Laufen und damit anfangen, ihre Kondition aufzubauen. Und die würden gerne Tipps dazu haben, wie man ihre Ausdauer steigern kann. Ist ein sehr interessantes Thema. Dazu gibt es tatsächlich auch die meisten Fragen. Sehr häufig stellt man fest, dass ein Anfänger, der mit Ausdauertraining anfängt, sehr schnell auch wieder abbricht mit dem Satz, ich bin kein Ausdauerläufer. Wenn wir uns das Ganze mal evolutionstechnisch angucken, der Mensch ist ein Hetzjäger gewesen. Wir kommen also nicht unbedingt auf schnelle Geschwindigkeiten, aber wir können eben sehr lang laufen, sehr langanhaltend laufen. Und wir haben früher tatsächlich 20, 30, 40 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Das heißt also, der Mensch ist von der Natur aus auf jeden Fall erstmal ein Ausdauerläufer. Das Problem ist natürlich, wenn wir heutzutage vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Schritte pro Tag tun, hat man schon das Gefühl, ich bin kein Ausdauerläufer. Und hinzu kommt, wenn ich meinen Nachbarn sehe, der vielleicht 10, 15 oder 20 Kilometer läuft, das schaffe ich natürlich nicht. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich kann das nicht, ich packe das nicht. Was spricht aber dagegen zu sagen, ich laufe in den ersten Trainingseinheiten plus 5 Minuten am Tag? Ne? Also nicht pro Tag, sondern pro Training oder andersrum. Ich laufe erstmal 5 Minuten, mache dann vielleicht eine Pause, dehne mich, stretche mich und mache das Ganze dann 5 oder 6 Mal. Dann komme ich auch auf meine halbe Stunde und ich habe einen guten Start ins Training getan. Ja, super. Und gibt es eine empfohlene Trainingsmethode? Ist ein bisschen individuell auch zu sehen. Für mich grundsätzlich ist immer wichtig, dass die Grundlagenausdauer da ist. Das heißt also, eher mehr langanhaltend laufen, die Intensitäten etwas runternehmen, sodass der Körper erstmal auf das ganze Laufen vorbereitet wird. Wir dürfen nicht nur an das kardiovaskuläre System denken. Wir müssen eben auch an die Muskeln denken, an die Knochenstrukturen, Sehnenstrukturen. Mit jedem Schritt, den wir tun, belasten wir unseren Körper. Das heißt also, auch da muss der Körper sich anpassen. Dementsprechend auch hier wieder, manchmal ist es sinnvoller, weniger zu laufen, anstatt mehr zu laufen, den Körper langsam vorzubereiten, Intensitäten gering halten und dann lieber eben vielleicht auch öfter laufen. Wie oft man läuft, das kann man auch so vom eigenen Trainingszustand vielleicht ein bisschen abhängig machen. Das heißt, die einen laufen vielleicht 3 oder 4 Mal pro Woche 30 Minuten, die nächsten laufen 6 Mal pro Woche 30 Minuten, die nächsten sagen wieder 2, 3 Mal in der Woche und dann am Wochenende vielleicht nochmal einen etwas längeren Lauf. Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Viele Abonnenten haben angegeben, dass sie nach dem Trainingsplan, wie sie verfolgen, ab einem bestimmten Zeitpunkt merken, dass sie stagnieren. Mhm. Hast du da Tipps? Ja. Stagnieren ist ein völlig normaler Prozess. Das heißt, wenn ich sag mal, über 2, 3 Monate hinweg die gleiche Belastung durchführe, gewöhnt sich der Körper dran und er ökonomisiert sich. Und dadurch fühlt sich das dann wie so ein Plateau an, weil ich zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, einfach keinen Effekt mehr habe. Sinnvoller ist es dann, das Training zu variieren. Mhm. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, im Frühling gehe ich laufen. Ne? Im Sommer gehe ich dann schwimmen. Da ist es warm, da suche ich mir einen See. Ne? Im Herbst könnte ich dann sogar wieder Fahrrad fahren gehen. Und im Winter suche ich mir den Crosstrainer im Fitnessstudio aus. Und damit habe ich verschiedene Muskeln, die ich beanspruche. Der Körper muss immer wieder neu lernen. Und wir beugen auch dieser Bewegungsidiotie vor. Also lieber variantenreich trainieren, dadurch diese Ökonomie verhindern und damit die Plateaubildung verhindern. Aus verschiedenen Fragen, die wir gestellt bekommen haben, haben wir eine Frage zusammenfassen können. Viele Anfänger wollen wissen, wie sie ihr Training effizienter gestalten können. Ich mache vielleicht mal einen Spagat in eine ganz andere Richtung. Um effektiver trainieren zu können, muss ich ausreichend schlafen. Und damit sind wir bei meinem Lieblingsthema im Training. Es ist unwahrscheinlich wichtig, wenn ich ein intensives Training habe, auch tatsächlich 8 Stunden pro Tag zu schlafen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, 6 Stunden reicht mir vollkommen aus, aber die Wissenschaft ist sich eigentlich einig darüber, dass ich in den ersten 4 Stunden des Schlafes den Körper regeneriere und in den nächsten darauffolgenden 4 Stunden Schlaf meinen Geist, die geistigen Fähigkeiten sozusagen wieder regeneriere, macht eben zusammen auch diese 8 Stunden. Das ist eben unwahrscheinlich wichtig. Dann müssen wir immer berechnen oder beachten, dass während des Trainings die Leistungsfähigkeit ja eigentlich sinkt. Das heißt, wir tun eigentlich etwas gegen unsere Leistungsfähigkeit. Oder wir können auch so sagen, das Training ist der notwendige Reiz zur Verbesserung, aber die Verbesserung geschieht in der Erholungsphase.
Und wenn ich ein gutes Ausdauertraining habe, dann weiß ich, ich brauche auch ungefähr 2 bis 3 Tage wieder Pause, um mich vollständig zu regenerieren. Lars, du bist ja so heiß darauf, Fragen zu beantworten. Wir legen mal direkt fort. Viele Gäste hier stellen sich die Frage, wie sie durch Ernährung ihre Ausdauer steigern können. Ja, damit sind wir bei meinem zweiten Lieblingsthema, wenn es um Training geht, die Ernährung. Hier ist es wichtig, eben auf die Kohlenhydrate zurückzugreifen. Kohlenhydrate sind immer so ein bisschen verschrien, lieber nicht essen, etc., etc. Aber sie liefern eben genau die Energie, die wir benötigen, um ein effektives Ausdauertraining durchführen zu können. Das heißt, wir gehen beispielsweise eher mehr auf die langkettigen Kohlenhydrate, die wir eben in Vollkornprodukten finden. Sie geben langsam und kontinuierlich die Energie ab und dementsprechend können wir eben auch ordentlich laufen. Viele machen den Fehler, sie nutzen Dextroenergien zum Beispiel oder Traubenzuckerdosen, um sich aufzupushen, sich Energie zu bringen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Nur leider, wenn der Blutzuckerspiegel steigt, steigt eben auch der Insulinspiegel an und holt die ganze Energie, die ganzen Zuckersachen eben auch wieder aus dem Blut heraus. Und der Blutzuckerspiegel fällt dann tiefer ab als zuvor. Das heißt, der Effekt ist relativ kurz. Also lieber auf langkettige, mittelkettige Kohlenhydrate zurückgreifen. Und dann sollte es funktionieren. Lars, ich bedanke mich recht herzlich fürs Beantworten der Fragen. Sehr gerne. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Kommentiert gerne, wenn ihr weitere Fragen habt. Und abonniert, wenn es euch gefallen hat.